Leute, heute reagieren wir auf die 141. Folge. Diese guten Memes mit dabei heute. John Broke zu meiner Linken. Let's go. Ich mach mir die Intros. Leute, was geht? Wir reagieren auf die neue Folge von Diese guten Memes, ehrenlose Memes Folge. Ich weiß nicht, aber wir fangen an. Bisschen lachen, bisschen Babalocken und bisschen Lacoste-Anzug. Hast du mich verstanden? Heute mit Burak Jones und Osan Live. Na, Jonesy, wie ist das auf dem Bett? So schön, ist bequem? Hm? Schön? Mies warm. Schön, freut mich. Alles warm. Okay, los geht's. Wenn man Menschen aufnimmt, Deutsche? Immer runter von der Fahrbahn. Hallo schön. Du willst die Kamera ausschalten? Danke. Alter, lass die mal. Wir werden berühmt morgen. Mach mal, wenn wir sehen. Das war eine alte Security von Bushido, Digga. Gruß und Kuss. Ja, berühmt. POV, du wolltest lernen. Was heißt nochmal POV? Ich hab's wieder vergessen. Point was in Jones? Stimmt. Ich dachte, das heißt Porno. Brasilien! Ich will auf Kampf ein Meme werden. Los geht's, weiter geht's. Warum ist sie bei dir so schlecht geworden? Hä, hab ich nicht verstanden? Ach so, okay. Er will lernen, aber in seinem Gedanken ist da ein Controller. Weißt du, ich meine, also er will eigentlich zocken. Sehr starker Meme, den gucke ich mir auf jeden Fall nächste Woche Abend noch einmal an. Der war sehr stark, Digga, perfekt. So fängt man doch gerne eine Meme-Folge an. Stimmt. Stimmt. Wenn es dir gerade schlecht geht, guckt euch einfach diesen Jungen an. Okay. Das war der Prototyp-TikToker, der nicht witzig ist. Der sich einfach sein Gesicht vorschneidet hinter einem Meme, der nicht ihm gehört. Bruder, ich verstehe das nicht, Alter. Warum macht man das? Boah, ich erzähle dir jetzt eine Story, die mich böse weggecringed hat, seine Urgroßmutter. Bist du bereit? Ja. Irgendein K***o, aber Harbi, den K***iger. Jeder TikToker ist für mich ein K***o. Es tut mir leid, Digga. Ausnahmslos, jeder TikToker. Ich mache keine Ausnahme mehr, das war's, Digga. Jeder TikToker ist für mich cringe, weil jeder TikToker denkt, weil er ein paar Aufrufe und Likes und dies, das hat, denkt er, das pusht sein Ego, dass er noch mehr Memes, dass er noch mehr TikTok macht. Aber das ist alles so gebottet und so ein Scheiß. Ich gebe euch das perfekte Beispiel. Unsere sucht die Seite auf TikTok hat 32.000 Follower und jedes wieder 7.000 Aufrufe. Alles klar, bestimmt haben 700.000 Menschen diese Videos geguckt. Naja, egal, hört zu. Irgendeiner nimmt mein erstes Video von YouTube. Ja? Er hat eine Werbung mit Smile Secret oder irgendwem. Irgendwas. Er hat auf jeden Fall ein Bleachgerät in seinem Mund. Okay? Er hat Bleachgerät in seinem Mund. Er nimmt sein Gesicht auf. Er sagt, wer kann sich noch an ihn erinnern? Er zeigt sein Gesicht mit diesem Bleachgerät. Und dann ein Cut später mein Video von YouTube. Und alle kommentieren, ja, das ist John Brook. Was bist du für ein Digga, dass du meine Videos nutzt für deine Placements und generell. Er schreibt mir so, ist es okay für dich, dass ich das gemacht habe? Nein, es ist nicht okay. Es ist nicht okay. Was ist das, Digga? Wenn du bekannt werden willst, mach es mit deinem Gesicht wert bekannt. Aber was nutzt du andere Videos und sammelst da Kommentare? Ach, Digga, ganz peinlich. Das war genauso. Das war peinlich, Bruder. Ob er mich mag, ob er mich nicht mag, ist mir scheißegal. Aber wenn du mit Videos anderer Leuten bekannt wirst, bist du ein Warum bekannt, Digga? Auf TikTok ist keiner bekannt. Alle haben 3 Millionen, 4 Millionen Follower. Auf Instagram haben sie 20, 30.000 Follower. Alles Bluff, Digga. TikToker nehme ich null ernst. Puh. Weiter geht's. Ich als Frau muss für meine Periode bezahlen. Twitch, wir distanzieren uns von Periode. Periode bezahlen, obwohl das doch was ganz Natürliches ist. Ich als kleiner Fettsack muss für meine Pizza bezahlen, obwohl das doch was ganz Natürliches ist. Und das war schon wieder so. Das könnte Rudi sein, liebe Grüße, Rudi an der Stelle. Buck, ich bin mir zu 1 Milliarde % sicher, dass das Video von einer TikTokerin kam. Ich bin mir zu 1 Million % sicher. Weißt du warum? Weil sie auf TikTok selbstbewusster sind, weil Bot-Likes kommen, Bot-Kommentare kommen. Junge, guck, pass auf. Wallah, früher gab es diese ganzen Leute nicht. Warum machen sie auf Instagram und auf YouTube nicht diese Videos, wo die über ihre Periode und sowas reden? Pass auf, Bro. Es geht zu einfach auf TikTok, Bruder. Es geht viel zu einfach, Bruder. Du lädst ein Video hoch und mit Glück kommst du auf For You-Page, Bruder. Und dann machst du 100.000 Klicks, Bruder. Und dann denken sich die Leute, ey, wir sind Fame geworden. Und jetzt rede ich noch mehr darüber. Nein. Und dann bauen sie doch darauf auf, dann machen sie 10 Videos pro Periode. Ihr seid nicht Fame. Ihr hattet nur Glück, Bruder, dass das Video vorgeschlagen wird und Leute zufällig auf das Video drücken, Bro. Das heißt nicht, dass sie Fame nicht mal seid. Drücken, wenn sie skippen und wischen, das ist auch Digga, bitte, bitte. Warum seid ihr denn nicht TikTok, auf YouTube, ey, und warum nicht bitte, auf Instagram am Start? Weil TikTok Bluff ist. Bildet euch nichts drauf ein, bitte, Freunde. Aber ich stehe und diese Leute bilden sich drauf. Bitte. Oh, bitte, Bruder, bitte, ich vergesse mich dann. Bitte. Weil es hat nichts mit Abgehobenheit zu tun oder so. Aber es ist so, Digga. Aber es ist so. Warum haben
haben denn diese Instagramer, TikToker, die viel mehr Follower haben, keine Zuschauer, die meine Videos kommentieren oder disliken? Warum denn nicht? Wo sind diese Leute denn? Wir beleidigen doch jede Woche. Wir machen uns doch jede Woche über diese Leute lustig. Warum passiert denn da nichts? Ich war doch achtmal in deren Stories. Warum passiert nichts, Digga? Weil es entweder Bots sind, zu junge Kinder sind, die sich nicht trauen, mir zu schreiben. Es passiert einfach nichts. Aber ich hasse das, Digga. Es ist schön, wenn du selbstbewusst bist und Videos machst. Mann, darüber sagt keiner was. Und es gibt auch bestimmt Leute, die guten Content machen. Wirklich. Aber Leute, die sich dann so auf 100.000 Klicks, 50.000 Klicks was einbinden und dann darauf aufbauen und noch mehr machen, weil sie denken, boah, ich bin gerade drin. Nein, bist du nicht, Digga. Mir schreiben solche Leute Romane, ey, John, ich habe auf TikTok eine Reichweite von 1,8 Millionen. Aber wieso hast du auf Insta nur 1.000 Follower? Weil du niemanden juckst, Digga. Du juckst niemanden. Trigger mich nicht, Alter. Flug Frankfurt nach Gaziantep. Dede ona dede biz İsmail'e yatak indirmişik dede acı başarı dede hatta verdim dede acı yansın. Heul leise ran. İşte das ist ein P***, der ein Giftsub bekommt und schreibt heul leise. Warum soll ich leise heulen? Einmal Feng Peng Permaban und ich geb dir jetzt. Pass auf, einmal Permaban. Ich brauche nicht zu heulen. Alle meine Vlogs auf dem Hauptkanal machen Minimum 200.000 Aufrufe. Mein zweiter macht täglich 100.000 Aufrufe. Auf Instagram habe ich 200.000 Follower, meine Bilder machen mehr Likes als Leute, die 800.000 Follower haben. Warum soll ich heulen? Das ist Real Talk. Hast du geheult, weil du TikTok hast und diese Leute in Schutz nimmst, ha? Kleiner P***. Twitch, wir distanzieren uns vom P***. Mhm. Tamam. Da bestellt man sich ein Foto, Freundin denkt, es ist ein Foto von uns beiden und da kommt Hasbulla. Warum lachst du denn bei Hasbulla? Warum lachst du denn? Warum liegst du denn so? Nenn mir jetzt zwei Argumente, warum du ihn feierst. Los, er ist zwei. Der Geilste, er ist sympathisch, er ist witzig, Bruder. Er ist unterhaltsam, das reicht schon. Perfekt. Und er ist klein, Bruder. Das 6 Gemüsepackung, 6. Käsebrot. 6 Gemüsepackung, klar. AMK, ich hab so viele Fragen. Okay, kreativ. Und das kann auch nur von Ausländern kommen, Bro. Es ist einfach so. Wie kommt man auf sowas? Was geht in einem Gehirn ab, so ein Video zu machen, Bro? Wirklich, Hanna Halbi denn? Wieso? Weiß nicht, Bro. Ich weiß nicht, Bro. Ich war gut achten wegen Hagelschaden. Hab eine Parkscheibe bekommen. Einen Stift bekommen. Und natürlich auch diese Pflaster hier. Das denke ich mir halt auch jedes Mal. Sagt der Fuß gar von einem dicken Menschen, Bruder, das hab ich gehört. Warte kurz. Das hab ich gehört, Digga. Warte kurz. Hab ich gehört, Digga. Warte kurz, Digga. Und natürlich auch diese. Mit Furzen hat man mich immer. So, jetzt warte mal ganz kurz, Digga. Bug, womit die mich als erstes hatten, ist, schmeiß irgendwas runter und dann hört man nicht. Ich kenne einen Trick, dass man den Furzen hört. Und danach furzt er. Okay, warte mal kurz. Lass ihn mal kurz konzentriert zuhören. Das Pflaster hier, das denke ich mir halt auch jedes Mal. Jedes Mal, wenn ich. Kack bitte nächstes Mal in meinen Mund rein, Digga. Boah, Bruder, was war das denn? Jemanden sehe, der einen Unfall gerade gehabt hat. Hey, das größte. Wer hat's bezahlt? Das größte Gebäude auf Malta, dieser fette, big fette Turm hier, der gehört einfach Tipico, Leute. Einfach nur Tipico. Und wisst ihr, wer den bezahlt hat? Ich. Wir alle. Wir alle. Mit der Bundesliga und mit allen anderen Spielen. Champions League, egal Twitch, was. Wir distanzieren uns hardcore von Sportwetten, Digga. Hardcore sein Vater. Im EM. Ich bereue mein Leben, dass ich jeden Cent verzockt habe, den ich verzockt habe. Wir haben es bezahlt, Alter. Wir. Raub eine Bank in der Schweiz aus. Dieses Video dient nur zur Unterhaltung, okay? Gucken wir mal. Handlinsluftli. Hast du eine Kondomli? Einfach mit Walter White im Club. Ist das wirklich? Nein, niemals, Digga. Aber es war ein krasser Meme, den gucke ich mir morgen nochmal an. Safe. Schweizer Sprache ist nicht schwer, die Sprache. Du, ich bin ja auf eher ein offensiver Spieler, von dem her, dem Laden weiß es sicher auch, ist schwierig, wenn einzeln ist, dass eine Offensive nicht kommt. Das ist auch eine Sache, ich will nicht disrespecten, Chat, aber es ist mir jedes Mal aus... Wir machen keine Symbole im Twitch, das war ein freier Adler, den ihr versucht habt einzusperren. Keine Symbole im Chat, Twitch nicht falsch verstehen. Es war ein Adler, der fliegt. Ja, ich flieg über die Stadt. Auf jeden Fall, ich will niemanden disrespecten oder so, okay? Aber Schweizer und Österreicher, die schreiben doch auf Hochdeutsch. Ja. Warum ist es dann so schwer für die, einfach in unserer Sprache zu reden? Hani, ihr guckt doch gerade unsere Videos auch normal an und wir reden Hochdeutsch. Ist anstrengend wahrscheinlich, Digga. Und das was ist einfacher? Hallo, wie geht's? Warte mal kurz. Tut es im Rachen nicht weh? Warte mal kurz. Hallo, wie geht's? Wie geht's? Kondomeli. Kondom. Ist doch viel einfacher, Bro.
Wenn du so aufwächst. Es muss doch im Rachen wehtun! Nein, nein, wenn doch. Du so aufwächst, Bruder, ist das anders. Guck mal, dieses Krackgeräusch. Es muss doch wehtun im Hals, es tut doch weh, genau hier im Gaumen unterwegs. Allein der Unterschied zwischen Berlin und NRW ist schon. Nein, Mann. Berlin, Bayern oder sowas. Nein, das ist, Bayern ist auch ganz, ganz komisch, Digga. Aber dieses wenn man dieses. Aber die sagen zu uns auch komisch. Weißt du, ich meine? Das ist so, Bro. Ich weiß nicht. Das ist so, Digga. Stimmt. Ich hatte krasse Probleme. Ich bin gespannt. Vor ein paar Wochen einen totalen Nervenzusammenbruch. Jetzt bin ich gespannt, warum sie einen Nervenzusammenbruch hatte. Und war tatsächlich in einer Videokonferenz und musste dann die Kamera ausmachen und habe total angefangen zu weinen, weil ich erfahren habe, dass ich in der A-Gruppe bin und die meisten meiner guten und engen Freunde in der B-Gruppe waren. Hast du das gerade gehört, Mann? Ich frage mich, wie sich Menschen fühlen, die im Krieg sind, Digga. Ob die auch Nervenzusammenbrüche haben? Digga, die ganzen Freunde waren in der B-Gruppe. Verdammt! Digga, trigger mich nicht, Mann. Trigger mich nicht, Digga. Baba! Baba! Wir machen weiter, Digga. Kack. Dieses andere F für unseren Bre, oh nein. Da komm, was machst du da? Na, sollte einen guten Charakter haben? Nicht arrogant sein? Ja. Hey, die haben das in Z draufgenommen, das sind Oberhausen! Oberhausen, motherfucker. What the fuck, Digga? Wo war ich denn da, als ich das aufgenommen habe? Ja, und auch sich nicht so cool fühlen. Und vom Außen her locken und ich feier keine Jeans bei Jungs. Er ist richtig tief im Pocket drin. Was hältst du? Er ist mein bester Freund. Ja, und wie lange ist er das schon? 2 Jahre. Denkst du nicht, dass da noch mehr geht? Nein, gar nicht. Das wär's doch so witzig, Mann. Ich bin hochgenommen, Digga. Verdammt, aber so witzig war das doch gar nicht. Naja, ich bin übergewichtig und lach über alles. Stimmt, ich vergaß. Leute, nur mit Arabischen. Ich bin hier in der Shisha-Bar, okay, aber nicht mit 20-Jährigen, 25-Jährigen oder 30-Jährigen. Ich bin mit meiner Nachbarin hier, Inge, die ist 95 Jahre alt. 95, sie will kein deutsches Kuscheln mehr. Nein, doch nicht mit dem Deutschen kuscheln. Um Gottes Willen, nur mit arabischen Männern. Die haben wenigstens was drin. Wir distanzieren uns. Hardcore, Digga. Ihr habt damit nichts zu tun, Mann. Es war sehr verstörend. An der Stelle grüße ich ABK. Schnapp sie, die Tiger. Habt ihr gehört, Leute? Nein, was passiert da? Ich kenn das. Na, Muitin, Muitin! Dann? Ujan, Ujan, Ah, Digga, das war fake, Bruder. Ja, das gibt 100 Videos so, Digga. Junge, film doch, du Dummer. Versteh ich nicht. Wofür sind wir hier? Doch, aber erinnert mich an mich. Das ist so, wie wenn Leute Fotos machen. Nur abgehoben an der Stelle. Ich so abgefuckt bin vielleicht. Aber fürs Foto mal so mach. Fotos sende. Es ist dasselbe. Es ist dasselbe Prinzip. Ich erzähle euch mal ein kleines Geheimnis über Nusret. Wusstet ihr, dass Nusret mit euch nicht redet? Egal, was ihr da macht, egal, was ihr kauft, dies, das. Er kommt zwar zum Tisch, er macht mit euch diese Show, aber er redet mit niemandem. Wenn er fertig ist mit Essen und Dampf an der Theke steht, kann man mit ihm ein Foto machen. Aber er quatscht für gewöhnlich mit keinem, weil er hat Angst, dass Leute, die Videos machen, etwas Falsches sagen und seine Mimik irgendwas aussagt. Deswegen hat er auch eine Brille an. Weil seine Augen auch zeigen, ob er was redet, ob eine Reaktion ist. Stimmt. Er macht einfach seinen Job. Na, was wollte ich mal als Funfact sagen, Digga? Ja, das ist gut. Es ist so. Ich erzähle euch mal eine Story. Als ich das Bild mit Nusret gemacht habe, ist ja auf meinem Instagram-Account. Ich habe ja vor einem Jahr zu gepostet. Digga, das ist schon ein Jahr her, ist schon krass. Ich hatte DYDS-T-Shirt an und Azad meinte, ey, Abi, kannst du auf sein T-Shirt zeigen? Also, nein, kann ich nicht machen. Zu Recht kann er es nicht machen. Stell dir vor, da steht irgendwas, was ihm schaden könnte. Ja. Weil ich meine, aber er hat mit einem geredet. Am Tisch, wenn die Leute ihn filmen, er redet nicht. Mit niemandem. Aber ich fand ihn sehr sympathisch. Und Nusret ist für mich jemand, du hast noch nie live gesehen, ne? Nee. Nusret hat eine böse Aura, Bruder. Hätte ich schon Bock, Digga. Den werden wir irgendwann schon noch also, mal sehen. Nusret hat eine sehr krasse Aura. Ich finde sein Essen ist Baba, Bruder. Auch sein Tatlo, Digga. Unglaublich, Bro. Aber ich will ihn mal kennenlernen, Digga. Ich glaube, du wärst der erste Mensch, der ihn irgendwie zum Lachen bringen könnte. Meinst du? Ja, Mann? Doch, doch. Schwierig. Wenn du den für eine ruhige Minute für ihn selber hast, einen Spruch drückst, er könnte lachen. Er ist krass, Bruder. Er hat den Königshaki von One Piece, Bro. Wenn du in den Raum gehst und er ist da, Bro, ist es ganz anders. Wirklich. Ich bin sehr stolz auf Nusret, Bruder. Ich bin stolz, dass es Nusret gibt. Baller. Es ist so.
England-Spieler klären sich Nummern. Hey, look at these two, yeah? These men are chatting up the lights. Die klären Instagram, Digga. Some brand is Jana. Grealish and Saka. Ist das nicht Saka gewesen, der den Elber verkackt hat? I love a team, yeah, I look. F in den Chat für Saka. Baba hart wie ein Stein, aber wenn es um türkische Serien geht, ist vorbei. Ich bin so bei Bollywood-Filmen, Digga. Ich weine wie ein Baby. Was? Ja, natürlich, Bro. Boah, das ist krass, Digga. Das ist krass. Bruder! Krank, Digga, krank. Aber ich muss zugeben, bis jetzt eine sehr geile Folge. Walla. Also bis jetzt eine sehr gute, diese gute Folge. Sehr unterhaltsam. Oder nicht, Chat? Walla. Also seit langem mal wieder eine sehr unterhaltsame Folge. Digga, was passiert da, Bruder? Ganz Familie weit, Digga. Amazon, what the fuck? Also wir haben eine Handyhülle bestellt für ein iPhone 8 Plus. Jetzt sind wir mal gespannt, jetzt kam hier halt eben das große Ding hier. Was ist denn jetzt los, Digga? Hör auf, man weiß schon, was da drin ist. Nein, aber wahrscheinlich nur einfach nur die Hülle, aber so ein großes Paket, Digga. Los, Fußfetischisten, guck dir Fuß an. Okay. Okay. Ich hasse Füße, du brauchst welche Song. Ah, stimmt, egal, wir machen weiter. Ziemlich viel Distanzierung von Füßen. An der Stelle, Chat, bevor wir gleich lachen und uns das angucken, bis jetzt ein sehr starker Meme. Es ist so kurz, ich werde es mir morgen auf jeden Fall nochmal angucken. Safe, Digga. Ah. Willst du mich verraten? Ey, das Ero. Die haben doch jetzt nicht wirklich diese Handyhülle. Oh, dieses mein große Gott, Paket, Bruder. Heftigster Meme der Welt. Boah, Bruder, lass uns den gleich nochmal gucken nach dem Zug. Erstmal in Such die darauf. Wow, such die, ich liebe dich. Weiter geht's, Digga. Das glaubt uns doch kein Mensch. Ey, das glaubt uns doch kein Mensch. Hallo, TikTok, hallo, ich hab einen TikTok hochgeladen. Oh, wow. So, warte. Wow. Oh, es hört noch immer nicht auf. Oh, so geil, Digga. Das ist die Handyhülle. Guck dir das an. Du streck das Video, Admin von diese gut. Komm. Los, mein Bruder, streck ihn. Streck ihn, hab ich gesagt. Zivilbullen werden immer schlauer. Bibi, salam alaikum. Den kannte ich schon. Gott sei mit dir. Käfer, hallo. Habibi, ich bin in den letzten 3 Stunden 5-mal hier lang gelaufen. Und immer war Grasgeruch, Habibi. Hast du ein bisschen Gras? Ich hatte einen schweren Tag. Twitch für Distanzierung von Gras. Wir sammeln für dich noch, Kipper. Du rauchst, aber gibst dem Mann nicht. Gut, Habibi. Weil wir sammeln für behinderte Kinder. Ja, da kann man Euro spielen. Oh, Habibi. Los, drück ihn! Aber sehr sympathischer Mann, Digga. Perfekt. Mit dir würde ich gerne ein Bierchen trinken. Die Sache, 10 Euro. Das okay. Und Würstchen essen. Das ist aber lieb von dir. Habibi, ich küsse dein Herz. Ich küsse deine Augen. Ich küsse dein Herz. Ja, und ich leck deine Seele. Ja, und Ich leck deine Seele. Bisschen Seele lecken. Zwischen wir distanzieren uns von Seele lecken. Distanzieren uns aber ganz krass von Seele lecken, Digga. Merk ich das. Bisschen Seele lecken. Leck mal deine Kniekehle. Habibi, und leck deine Nüsse. Ja? Und du kriegst noch ein Kinderbrunnen weiter. Motiviert. Das sind die Arbeiter bei DYDS und such die, Digga. Und da war mein Paket drin, safe. Guten Tag. Polizei zeigt Courage, wartet bis zum Schluss. Und dann sehen wir uns alle wieder hier. Los, streck ihn! Ich hab gesagt, du sollst ihn strecken, los! Hier vor dem Wasserturm, daher. Bleibt so friedlich wie bisher. Vielen Dank für euer tolles Verhalten. Feiert noch in Ruhe und dann begebt euch so langsam nach Hause. Forza Italia! Sehr sympathisch. Sehr starker Meme, ich guck mir den morgen noch einmal an. Was war das lang? Das war ein nicer Trick. Hat er mal Loch im Auto? Ja, genau, für den Fall der Fälle, dass mal irgendwann mal verfolgt wird aufgrund irgendwas und dann einfach rausschmeißen. Nicht schlecht, Digga. Oder pissen oder so. Ja, genau. Ja, ja. Messi speaks German. Ja. Sagt er wirklich geil? Ja. Buck, es ist zu einem Trend geworden, dass ich aus allen so Witze mal wie bei so einer 6 Gemüsepackung 6. 6 Gemüsepackung. Das ist Käsepizza und Käsebrot. Käse. Wenn man in Italien ZDF schaut.
hat einfach Delay, Bruder. Jene alle hatten vorher schon das Dings. Und dann kam bei ihm. Bockt auf jeden Fall, Digga. Das macht auf jeden Fall Spaß. Heftiger Meme an der Stelle. Nusret liegt in seiner Instagram-Story, dass Miki TV raucht. Boah, krass, Digga. Niemals. Boah, niemals, Alter. Boah! Zu Recht, Digga. Zu Recht. Das ist das Karma für das Nasenspray, was du nicht bezahlt hast. Und weil du aus dem Auto nicht ausgestiegen bist, Miki. Weil du mir nicht Hallo gesagt hast. Ist doch alles okay, Digga. Mann, und viel Spaß. Liebe Grüße an Miki. Kuss geht raus. Ja, Nusret ist mein Abi, Digga. Ist ja nichts Schlimmes, Digga. Soll doch jeder für sich selber entscheiden. Das ist nicht schlimm. Ja, ist nichts Schlimmes. Ist nur ein bisschen ungesund. Sehr cringe. Nee, nee, ich finde es sehr cringe, Digga. Nee, nee. Es war sehr verstörend, Digga. Es gibt nicht Schwung. Ich habe ihn nicht alarmiert gegeben. Vielleicht deswegen. Ach, was, wirklich? Ja. Der Bruder hatte kurz einen Herzinfarkt. Nein. Achso, alles gut. Was hat er denn geguckt? Das ist so eine ganz lange Nachricht, Bruder, mit Herzen und so gebrochenen Herzen, Digga. Das mag keiner. Ah. Hab ich nicht verstanden. Ich auch nicht. Der Report. Guck Nachrichten, türkische Nachrichten. Der eines regierungsnahen Senders berichtet kniend darüber, dass gerade über ihn hinweggeschossen werde. Auf einem anderen Bild sieht man den Reporter des öffentlich-rechtlichen Senders ruhig daneben. Habe ich gesagt. Das war schon noch mit der Folge. Hat Spaß gemacht. Seit langem mal eine gute Folge. Wenn ihr wollt, dass wir auf weitere ehrenlose Memes reagieren, dann gibt es mir wieder einen Humor. Abonniert gerne, wenn ihr mich sehr freuen würdet. Ich sage uns morgen mal wieder. Okay, tschüss. Mama, Mike TV-Show. Genau so hat sich gerade angehört, Digga. Aha! Digga, was machst du? Oh, hallo Käfer, was reingekommen? Na, wie geht's? Na, wie ist es so als Käfer? Wirklich, wir haben Spaß, weil ich hab ihn geküsst, Mann.